Hallo meine lieben YouTube-Freunde und willkommen zu Portal 2. Und zwar, oh scheiße, wie soll ich das jetzt sagen? Nein, wir spielen nicht den Einzelspieler, sondern wir spielen den Koop-Modus mit meinem Kumpel, den Brandon. Kannst du mal Hallo sagen? Servus. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob man dich später in einer Aufnahme noch hören wird, aber, mal werden sie sehen. Jo. Bist du schon... Warte, ich lade dich gerade ein. Ich habe dich gerade eingeladen. Ich weiß noch nicht, wie der Multiplayer funktioniert, also nicht wundern, ich bin da ein Noob. Ah, okay. Ach, hast du angenommen? Mhm. Ah, okay. Manchmal muss ich kurz gerade aufnehmen. Wo war es doch mal? Okay, nimmt auf. Streamlabs OBS. Okay, bei mir hat es sich. Portal 2 Exe reagiert nicht. Ja, nice. Bei mir ist das Spiel gecrashed. Uff. Oder? Ah, ne, es geht doch noch. Ja, bei mir gerade auch. Also bei mir ladet es zumindest mal gerade. Oder bist du aus dem Spiel raus? Mhm. Okay, also bei mir bei mir steht jetzt warte auf ihren Partner. Das heißt, ich muss jetzt gerade auf dich warten. Also bei mir lädt alles ganz normal. Ja, ich muss gerade auf dich warten, also auf dem Bildschirm bin ich gerade. Warte auf ihren Partner. Wie lange brauchst du bei dir zu laden? Hm? Wie lange brauchst du bei jetzt. Dir? Okay, Enter. Computer-Aided-Enrichment-Center. Kann ich vielleicht was in heute Einstellungen testen machen, wir mit einem Partner. Video. Klickt eurem Partner zu. Auflösung, Anzeigemodus. Wie kann ich das einstellen? Ah, ist auch dein Bildschirm, sehe ich gerade. Ich versuche es mal auch ganz einfach einzustellen. Grafikeinstellungen. Das war von Merkern PC-BIOS gebraucht zu machen. Das Shader Detail Overlay steht also sehr hoch. Ich muss die Grafik niedrig einstellen. Lass mal. Effekt Detail ist niedrig. Nein. Mittel. Auslagerungsspeicher. Was ist ein Auslagerungsspeicher? Hintergrund aktive Anwendungen, Türen, Programme benötigt. Ja, ich passe auf niedrig. Mal hoffen, dass es jetzt nicht so viel leckt bei mir. Hat die wirklich beeinflusst? Ein schönes Bild an. Ah, okay, jetzt läuft es fließend. Ich hab's geschafft. Ja, zurück zum Spiel. Ja, das ist der Koop-Modus. Wir spielen diesen
komischen Roboter, Bades, Kuh. Ach, ich habe nur eine Geste, gestern gekauft. Ja. Die folgenden Tests verlangen von euch Teamarbeit. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingstier aus. Oh Gott, die Steuerung ist ja mal... Ach so. Keine Ahnung. Gut. Orange, beachte die Auswahl deines Partners. Gut. Da bin ich jetzt so gespannt. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblingselement des Periodensystems aus. Ach du Scheiße. Jetzt bist du dran. Wirklich? Okay. Blue, beachte die interessante Wahl deines Partners. Wolf? Ah, okay. Bei mir war es ein Wolf. Ja. Okay, jetzt geht's. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal ist. Ich muss gucken, dass mein Mikrofon nicht so weit ist. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Portal. Ach, ich habe schon lange kein Portal mehr gespielt. Ich habe vergessen. Warte mal. Ach nee, Leute. Oh, kann jemand Orange neu montieren? Und. Ich mach kurz mal Seore. Nee. Warte mal, ich. Hä? Oh, du bist ja schon weiter, oder? Nee. Ach, ich hab's gerade irgendwie hinbekommen. Ich weiß nicht, wie ich das gemacht habe. Du erhält zuerst ein Portalgerät. Ja, ich hab mein Portal, das Dings hab ich bekommen. Nee, du musst das. Keine Sorge, ihr könnt nicht sterben. Ihr werdet nur neu auf diese Wand mit zeigen, dass ihr da ein Portal schießt für dich. Ah! Und dann müsst ihr zumindest mal. Ja, jetzt hast du es, glaube ich, oder? Guck mal durch. Nee, da bei dir kannst du das machen. Orange hat nur ein Portalgerät. Danke für die Meldung, GLaDOS. GLaDOS. Jedes Portalgerät kann zwei eigenständige Portale erzeugen. Ja, erzeugt als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Einfach. Jo, oder? Warte mal, also ich bin jetzt hier oben. Bist du auch oben? Hallo? Bist du auch oben, oder? Hä? Bist du auch oben, also am Ziel? Ja. Achso, ich muss... Kalibrierung, Gewicht, Blue. Ja, du musst dir schon was sagen, wo du bist oder so. Das ich kann's ja jetzt... Wohl doch, ich kann's, glaub ich... Ich glaube, irgendwie kannst du das auf dem Bildschirm teilen. Kalibrierung, Gewicht, Orange. Keine Abweichung erkannt. Oh! Ja, das ist ja Teamarbeit. Deswegen ist Portal 2 bekannt. Unter anderem, ach du Scheiße, wie komme ich jetzt hier hoch? Eins hier. Mit so. Ach, da ist dein Portal jetzt. Ich muss meins jetzt mal noch machen. Das Ping-Tool ist von großem Wert, um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Also damit du da hinkommst. Ja. Und alle also, durch. So, was kann ich jetzt da drüber machen? Achso, ja, weiter geht's. Ich dachte, ich müsste noch was schießen. Ich weiß. Oh, ein Böse. Ach, das ist diese Cubics-Würfel oder wie auch heißen. Gewichtete Würfel kalibriert. Companion Cube. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Das stimmt leider. also ich drück mal den Knopf. Sieht was? Muss dann fangen. Gut gefangen, Orange. Ja, hast du es gehört? Ja. Den musst du jetzt. Warte mal, ich sehe nichts hier.
Du musst sogar schon irgendwo mit Stoff stellen oder so. Ja, da wird er zerstört. Warte mal. Ach so. Na stimmt, was ist hier? Ach, ich kann ihn dann hier hin. Warte mal, was ist da im Kopf oder so? Ja. Uff. Warte mal, kann man die Objekte irgendwie schießen oder so? Mit dem Ding da. Das ging doch, glaube ich, irgendwie. Warte mal, ich schau das mal wieder zurück, weil ich glaube, das ging irgendwie. Das ist so eine Geschichte, muss man das mal, glaube ich, mal machen. Nee. Ah, T ist der Chat. Nee, Chat will ich jetzt nicht. Ich glaube, du verwechselst das mit der Gravity Gun aus Half-Life 2. Weil mit der haben wir schon nie gespielt. Warte, wie sind wir das dann machen? Nein, was hab ich jetzt gedrückt? So. Ich weiß nicht, wie. Hä? Ich sehe ja nicht, was du siehst. Ah, aber irgendwie hast du. Irgendwie hast du doch gerade eben deine Kamera geteilt. Also, dass ich dich auf meinem Bildschirm gesehen habe. Ich weiß nicht. Okay. Wer hast du das gemacht? Keine Ahnung. Ich guck mal kurz. Optionen, Steuerung. Tastatur, Maus. Maus umkehren. Rohdatennutzung. Ausbestellung. Entwicklerkonsole. Tastenbelegung. Die Tastenbelegung. Das wäre recht früh für eine Remontage. Ducken ist mit C, also mit Strategien. Links, glaube ich, CTR. Blaues Portal, oranges Portal. Zoomen kann man mit Maus 3. Wahrscheinlich mit dem Maus wie hier. Sicht des Partners, Tab. Ah, da haben wir es doch. Jetzt sehe ich auf Tab, was du siehst. Kannst du auch bei dir Tab machen, also diese Pfeil-Links und Rest gleichzeitig. Siehst du es? Ja. Warte mal, guck, was ist hinter dir? Hast du irgendwas hinter dir? Ist da nur das? Warte mal, was? Hinter dir ist nichts, oder? Dreh ich mal kurz um. Nee. Keine Sache. Oder kannst du vielleicht ein Portal auf die andere Seite schießen? Von deiner Seite aus? Das ist nix. Also, das ist nix, wo ich auf allen schießen könnte. Aber ducken ist CTRL. Das ist ducken. Aber das bringt jetzt auch nicht so viel, eigentlich. Ducken. Lass mich nicht ducken, bitte. Wo ist denn. Dings. Hä? Warte, muss ich da vielleicht durchspinnen? Nee. Ich kann ja auch nicht drüber oder so. Hä? Ja, das zweite Rätsel und schon blicken wir gar nicht. Warte. Da oben ist eine kaputte Scheibe. Nee, gut, den Würfel kannst du nicht da hochwerfen, ne? Ja. Fuck. Companion, Cube, come on. Oder musst du vielleicht schnell übers Wasser dann springen, wenn du im Wasser ist? Warte mal, da hinten links. Geh doch durch das Ding. Links von dir. Links von dir. Oder warte mal kurz. Warte mal, mal kurz den Würfel. Gib mal kurz den Würfel, wenn er kommt. So, gib mal den Würfel hier rüber. Und dann hast du links neben dir noch so einen Durchgang. Links. Ja. Ah, das war ganz nett, das Rätsel Lösung. Wenn man das so in der Aufnahme sieht, ich komme mir wie ein Depp vor dann. Jesus Christ. Ach, warte mal, ich guck mal, nimm's noch auf.
Ich muss kurz erstmal Escape, Pause, dann nimm's noch auf. Okay, nimm noch auf, wir sind bei 15 Minuten mittlerweile. So. Alter, das ist. Warte mal, was ist hier? Was haben wir hier? Irgendwas so. Knopf. Warte mal, was ist da hinten? Was haben wir denn? Ist das? Was ist das? Ich glaube, ich muss einer meiner Portale dadurch schießen. Weil wenn du dein Portal schießt, geht das Ding ja weg. Ich glaube immer. Ich kann da oben schießen, also ich glaube, du musst da hinten wieder in dieser Weise machen. Ja, jetzt kannst du durch. Jetzt kannst du zum Knopf hier. Endlich. Ich glaubte schon nie mehr testen zu können. Was? Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Yay. Hey. Ja, ich sehe euch. Und es ist mir egal. Achso, weil ich wahrscheinlich dieses Emote gemacht habe gerade. Sieht man das durch die Kamera, wenn man sich hinstellt. Ja, brauchst du etwas? Ah, warte, stell dich mal vor die Kamera. Also hier, vor die Kamera da. Und dann machen wir ein Emote. Ihr wisst, dass ich nicht zurückwinken kann. Das ist Easter Egg. Schluss jetzt. Hast du das jetzt gemacht? Dieses Benehmen nicht nötig. Doch weiter mit dem Test. Ah, okay, ich kann es jetzt auch. Das gehört nicht zum Test. Oh, die 500 Trophäe bekommen. Das müssen wir nicht. Das ist. Okay, das ist meins. Die haben doch so einen Namen wie so Robo-Buddies oder so. Buddies, glaube ich. Hießen die. Ich weiß, dass der lange P-Buddy heißt. Ja, ich hab auch vor langem mal darüber was auf YouTube angeguckt. Aperture Saints. Nee, Aperture Laboratories. Aber boah, hast du mal den ersten Teil eigentlich gezeigt? Ja. Aber ich fand eigentlich beide Teile gut, obwohl, ja gut, der zweite Teil ist ein bisschen mehr ausgebaut, halt, storymäßig und so. Dies ist das Forschungszentrum für menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber nennen wir es doch einfach den Hub. Leute, die Schritte beginnen im zentralen Hub. Ich muss die Lautstärke mal ein bisschen leiser machen, das ist bei mir ein bisschen zu laut. So, warte mal, wo bist du jetzt hin? Tab. Schön zum Ausgang. Ach, warte mal, es gab doch so ein Easter Egg im Story-Modus, wo man kurz diesen einen von den Robotern gesehen hat. Ja. Aber wo waren das nochmal? Ich glaube kurz vorm Ende. Ja. Hey. Warte mal, wohin bringt das hier? Okay. Ja, ich sehe es auch gerade mit den Schritten. Okay, ich glaube auf Shift sieht man kurz die Portale, oder? Nee, das bringt eigentlich nicht so viel. Also weiter geht's direkt. Dismantled. Auseinandergebaut. Warum muss ich gerade der Fettsack sein? Hallo, diese Teststrecke wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Warte mal. Ich muss wahrscheinlich hier. Nee, warte, ich muss da durch. Warte, ich brauch mal kurz ein Portal hier. Für jeden Notfall. Bist du auf dem Knopf? Ah! Ach, jetzt kannst du. Oder? Warte mal, ich. Bringt das was? Nee, ich glaube, du musst. Das ist da hinten. Was ist da hinten? Das ist der Ausgang. Aber wie geht das? Oh, jetzt muss einer da rein. Und dann kannst du da so ein Portal hinmachen, rechts an der Wand. Blue erhält 5 Kollaborationspunkte.
Das, dass ich das falsche Portal mache noch. Oh, mir ist schon öfters passiert, dass ich das falsche Portal irgendwo hingesetzt habe. Warte mal. Wo war der Knopf? Der Knopf dafür ist hier. Ne, das ist der Knopf, der ist. Ah, der ist da drin. Warte mal, jetzt muss ich kurz überlegen. Diese Klatscherei ist doch eine wahre Errungenschaft. Jetzt will ich gerade selber. Hey? Warte mal. Kannst du ein Portal da drin machen? Nee, da drin. Da drin können wir doch noch eins machen. Oder warte, beziehungsweise kommen wir noch mal kurz hier raus. Mach mal kurz hier irgendwo ein Portal. So, er können wir jetzt. Ne, das geht nur hier hin. Wir müssen drin eins machen. Warte mal, ich mach kurz die Tür auf. Muss mal eins drin machen. Am besten. Was willst denn du machen? Das Gelb, Orange, ne? Das Orange, ne? Musst du, glaube ich, schon, ne? Ja, ich weiß, ich bin gerade selber am Überlegen. Warte, machen wir das orangene Portal von der Innenseite. Also von in diesem Raum. Bist du da? Oh, lol. Das Orangene von dir. Was? Das ist er. Hey, nee. Das. Da. In diesem Innenraum hier. Da, in diesem Innenraum. Oh, da geht kein Portal. Warte mal. Da, in diesem Innenraum. Hast du so. Hast du das gemacht? So. Jetzt gehen wir hier raus. Dann mache ich mal kurz. Ich hätte, glaube ich, meins vorher noch setzen. Ah, warte mal. Ich glaube, einer muss ein Portal da setzen und da. Und ich muss mein Portal hier setzen und da auf der anderen Seite. Warte mal. Ich bin jetzt hier drin. Ich mach mal. Wie geht die Tür nochmal auf? Wie geht die nochmal auf? Hier. Nee. Ach nee, die geht's hier auf. Oder? Nein. Hier. So. Jetzt muss ich mal kurz mal überlegen. Also ich mach kurz mein Portal. Hier. Dann muss ich noch eins, aber ich. Ah nee, ich komme nicht auf die andere Seite, oder? Jetzt komm hier rein. Und jetzt durch das Orangene gehen. Fertig. Ja, aber trotzdem, die Tür ist zu. Wir müssen irgendwie die Tür aufbekommen. Das ist ja die Sache. Stell dich mal hin. Neben mich. Ich dachte, da muss man extra einen Knopf betätigen oder so, aber ich bin das so vom Spiel gewohnt, deswegen. Einstein und seinem Cousin Terry geht nur einer in die Geschichte ein. Ich bin das so vom Spiel gewohnt. Ich habe schon zu viel nachgedacht, glaube ich. Zu kompliziert gedacht. Ja, ich bin schon zu weit mit dem Denken. Das sind schon 41 Jahre, ich habe bis 10 Uhr Zeit. Oh, wie lange geht die Aufnahme? Muss ich gleich gucken. Weil ich kann die auch nicht zu lang machen, weil eine Stunde Aufnahme oder so. Obwohl, schaden wird das eigentlich auch nicht, aber. Trotzdem, wo ist mein Stream Maps? Moment. 23 Minuten. Ja. Ein bisschen Zeit ist ja noch. Auch wenn das eine lange Aufnahme dann wird. Ja, da ist er tot. Hier werden Knopf lösen. Ja, das habe ich dann auch gemerkt. Nice. Wie gesagt, was war mal? Das macht das hier auf. Da kannst du doch schnell rum. Partnerpest. Hä? Wait, du musst dann. Ah, du musst da ein Portal. Du hättest das andere Portal hier auf der anderen Seite machen muss. Oh ne, warte, was? Ich schon, ich komm durch. Ich komm durch, chill. So, da bin ich. Ups. So, ich. Hier wird's jetzt schwierig. Was brauchen wir da oben? Warte, am besten einer bleibt unten und guckt und sagt halt Bescheid wegen den Symbolen.
Und dann macht man halt so Portale hier und hier. Aber nee, ist noch ein Knopf. Nee, ist noch ein Knopf. Was macht der? Also, geh mal hinter dich in das Portal. Was? Wie nehme ich? Jetzt bist du da oben. Warte, jetzt mach ich's. Zack. Jetzt dadurch nochmal. Ja gut, jetzt kann ich beide Knöpfe betätigen, aber du musst dann die unten. Ach, warte mal, dann mach ich den. Moment, dann mache ich gerade meine Portale für dich, Donner. Das war gerade ein Fehlschuss. Nur noch auf der anderen Seite. Oh, fast wäre schon gefallen. Das ist scheiße gewesen. Also das erste 3, X, ja, hier, und bei dir hinten. Bei dir hinten, die zwei sind jetzt verbunden. Warte mal. Ah, die zwei sind jetzt verbunden. So, jetzt musst du den Mond. Warte mal. Dreieck, X, Punkt und dann Mond. Warte mal, Dreieck ist da hinten, oder? Auf der anderen Seite, ja. Das hier ist Dreieck, warte mal, wo ist X? X ist bei dir. X hast du? Dreieck, dann X. Du, nee. Oder? Also ich muss dann nach dir, dann den Punkt und dann machst du auf der anderen Seite den Mond. Ah ja, bei mir ist Dreieck, ich seh's gerade über der Höhe. Dreieck, X, dann muss ich da oben, oder? Also da drüber, oder? Gut. Was soll? Okay, ah, jetzt müssen wir den Ball. So, komm her, Bitch. Wie gut, ihr wachst wahrhaft als Team zusammen. Okay. Dank des einen von euch, der scheinbar die ganze Arbeit übernimmt. Wer will wohl dieser einer sein? Viel Spaß. Ja, ich hab Portal schon lange nicht. Peabody, ja doch, Peabody. Und ich bin. Steht jetzt gerade nicht. Es wird nur gerade deiner gezeigt. Gar nicht mehr so lange, ich muss morgen früh arbeiten. Aber es so geht schon noch um 7 raus. Und wie lange hast du noch Zeit? Das ist aber schon halber gut. Warte mal, wenn ich... Nee, du musst ja... nicht auf mich! Warte mal, ich mach mal hier Portal an und dann Doys. So, jetzt das erste. Ist aber nur das eine. Warte mal, wenn wir den stehen lassen, was geht da raus? Dann müsste ich eigentlich. Nee. Oder du machst einfach. Nee, mach dein Portal da. Hier. Oh, warte, ja. Und dann das andere da. Jetzt. Du musst noch runter machen. Achso, nee, ich hab. Nee, ich hab. Du musst rechts. Oder? Ist ja eigentlich egal. Oh, noch ein Laser, tödliche Laser, hier ist noch ein Knopf. Oh! Ah, fuck! Ich glaube, ich habe gerade einen. Turm war bei dir. Oh, shit. Okay. Dann gehe ich mal lieber nicht auf diesen Schalter. Doch, da ist, glaube ich, gerade was runtergefallen. Oh, what the fuck? Ach, du warst das! Warte, klapp mal diese Dinger runter. Also diese komischen Schutz. Ja, da wird aber geschossen. Obwohl. Was soll das? Oh. Monster! Die gehören zu uns! Brennt! So. Ihre Vernichtung ist Teil des Tests. Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Also jetzt mache ich gerade mal Portal da. Und hier hinten kann man keins machen. Warte mal. Oder? Warte. Achtung! Ich kann so keins machen. Warte mal, warte, kannst du da rein? Du triffst das Portal von hier, oder? Ah, warte kurz. Ja, machst du gerade. Gut. Jetzt musst du da oben eins machen und dann. Ja gut, das reicht dann.
Ja, ich weiß, wie man springt. Dass man das jetzt das Spiel sagt. So ist schon 10 Stunden Spielzeit. Ergebnisse würde den Test beeinflussen. Ich kann aber mitteilen, dass es für einen von euch sehr, sehr gut aussieht. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Ach, ich kann meine hier drücken. Nee, ich hab's nicht. Nächster Ladebildschirm. Aperture Laboratories. Ah, vielleicht könnte man die Story Let's Playen von Portal 1 und 2. Also die Story von Portal 2 ist fett. Ich weiß nicht, was ihr da glaubt zu tun, aber es ist mir nicht. Hört auf damit. Okay. Nö, warum sollen wir aufhören damit? Warte mal, warum sollen wir aufhören damit? Die Denkaufgaben bewältigt und der andere Warte, komm mal her. Wo bist du? Sollte der Test in ein Fressfest umschlagen. Warte, komm mal her kurz. Wo bist du? Warte mal. Noch ein bisschen her. Bisschen näher zu mir. Ja, shit. Lass mal nochmal. Also, er geht nur das eine. Okay. Ich mag diese Emotes, dass sie sich was dabei gedacht haben. Warte. Wir brauchen unbedingt diesen. Nice. So, hier brauchen wir auf jeden Fall einen von diesen Würfeln. Wo sind die? Da hinten noch einen ab, weil da kann man. Warte mal. Ach du Scheiße. Nee, da kann man nicht rein. Ach, warte mal, schieß mal ein Portal oben. Was ist das andere? What the fuck? So, ich bin jetzt hier drin, in dem Teil. Jetzt musst du die Knöpfe bedienen. So, ich bin auch drin. Hättest du nicht sollen. Einer hätte Knöpfe bedienen müssen. Warte. Geronimo. Ach, ist da so eine weiße Fläche unten oder was? So, jetzt auf den anderen. Yo, danke! Gerade eine wichtige Lektion in diesem Vertrauen erteilt. Ja, im Vertrauen! 10 Kollaborationspunkte. Ja, Vertrauen. Moment. So. Jetzt ist das Ganze aber nur noch besser. Warte mal, wenn ich erst die hochmache. Scheiße, ich stand zu nah an dem Ding doch. Die Vertrauenslektion ist nur einmal nötig. Orange wird ein Kollaborationspunkt abgezogen. Ich mag diese Kommentare. Ich mag GLaDOS irgendwie. Oder so den Humor von GLaDOS. Also mit dem einen senke ich die und mit dem anderen hebe ich die hoch. So, ich gehe jetzt mal auf Abstand erstmal. Scheiße, mir ist. Ups, mir ist gerade mein Laptop runtergefallen. Moment. Mir ist gerade mein Mikro auseinandergefallen hier. Ich hab eine Idee. Ich muss gerade mein Mikro wieder richten. Ich muss gerade mein Mikrofon wieder richten. Das ist gerade runtergefallen, weil ich hab so einen Platz auf meinem Tisch hier. Auf einem kleinen Tischchen. So, ist das wieder. Okay, alles noch am Funktionieren. So, wo bin ich jetzt hier? Ja, was ist jetzt rüber? Soll ich rüber oder was? Hallo? 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 Hörst du mich? Ja, ich höre dich, ja. Ach, gut, jetzt. Ah, okay. So, ich muss jetzt hier hin, oder was? Jetzt pass mal auf, ich. Jetzt gehen wir auf diesen schwarzen, auf den nächsten. Da, oder? So, jetzt da ein Portal. Welches? Welches hab ich schon? Das dunkelblaue, das mache ich, das blaue, ja. So, und.
Warte. Ah! Jetzt kannst du. Nee, warte, jetzt kannst du auch so. So. Jetzt kannst du ganz runter. So, jetzt bin ich ganz unten und gesetzt. Oh. Egal, ich hab ein Portal gesetzt. Ich hab das Portal. Warte mal, das Portal ist weg, oder? Ist das Portal. Ist das jetzt wirklich weg? Ich setze da hoch. Oder warte, mach du mal. Geh nur mal rein. Also, hier. Okay, ich gehe rein. So. So, jetzt muss ich gucken. Ach, scheiße, ich muss. Das hier macht. Das hier macht das. Kannst du da rüber? Kannst du da runter gleich? Ach so. Ach, warte mal, ich glaube, du musst. Ah, ne, weiter, oder? Wir müssen jetzt ganz runter. So. Kann ich den Bastard mitnehmen? Ach, jetzt mit dem Portal kannst du schnell hoch. So. Nochmal runter. Hoch. Ich muss hier nur links und rechts gehen. Hä? Neben. Hörst du dich? Warte. Nee, du musst nochmal runter. Oh, das war der Knopf. Ach, das ist Portal. So. Jetzt mal eins hoch. Ich würde den mit dem Büffel oder so. Ja, wir sind da unten. Ach so. So, da ist er. Und den brauchen wir jetzt da hin. Ich nehme an, da muss jetzt wieder ein Portal hin. Ist nur die Frage, wo. Es scheint nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Warte, gibt's einen Kommentar dafür? Blue, du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Hm. Sagt ihr nichts dazu? Na, schade. Ich dachte, die sagt was dazu. Wenn wir in der falschen drin sind. GLaDOS Entertainment. Ach, warte mal, wenn die Levels. Okay. Wenn die Levels irgendwie abgespeichert, wenn man das Spiel verlässt oder so? Ich denke schon. Aber auf mein oder auf deinen Account? Ich wiederhole, vielleicht dies beides. Ist kein Wettbewerb. Aber wenn es das wäre, dann würde Orange gewinnen. So, den Würfel merken, den stellen wir hier hin. So, was macht. Das gibt's einen Companion Cube? Achso, ach, ich habe nur resettet gerade. Hier mit dem Knopf. Erstmal angucken, was gibt's hier überhaupt? Da ist ein Laser. Okay, warte mal. E. Da muss der Laser rein, glaube ich, da wo ich stehe. Das heißt, der muss. Oh, da öffnet sich was? Das ist ein Aufzug. Warte mal, das ist wieder Aufzug. Das ist dann hier links. Lenk den mal hierher. Das macht. Das fällt das runter. Wenn wohin? Der müsste dann diesen Aufzug da heben. Oh. Muss ziehen. Achso. Jetzt musst du dahin. Warte mal, erstmal. Ich weiß nicht, was du machen musst. Also kann sein, dass du stirbst. Ich hab 'ne Idee. Mach nochmal. Ah. Ja, du sagst, dass das aus der Säure raus ist. Oh, das muss jetzt aber schnell gehen gleich. Dann drehe ich mich ein bisschen gleich mal um. Das Ding geht ja. Warte mal, lass es weiter hochgehen müssen. Ich glaube, das wird gefährlich. Jetzt. Ja, also es ist zu schnell wieder unten in die Säure, deswegen. Jetzt bin ich wieder. Nee, ich bin am Ausgang. Hä?
Was soll da drüben vielleicht ein Portal machen oder so? Oh! Warte mal, stell mal den Laser so, dass dieses, dass dieser Hammer oder dieser Aufzug sich auf der anderen Seite hoch schiebt. Das? Also so, dass sich dieser linke Hammer so, also dieses Aufzugding hebt. Diese Stacheln. Ach so, dann musst du. Achtung! Ich würde da kurz weggehen. Das andere. Hey, ja, welches? Zeig mal, welche, warte mal. Ja, welche jetzt? Das? Also, warte. Das ist nicht so weit. Dann lässt du den wo stehen. Gehst zurück und dann kommst du durch das Portal zu mir. Ach so. Ah. Jump. Jump, bitch. Als unparteiischer Beobachter des Ganzen wäre es unfair, mein bevorzugtes Mitglied eures Teams zu benennen. Ich könnte aber einen Hinweis geben. Das weniger bevorzugte Mitglied würde ihn wahrscheinlich eh nicht verstehen. Reimt sich auf Schuh. Orange, du machst dich sehr gut. Wieso geht's nicht weiter? Okay, du scheinst dich anscheinend gut dran zu machen. Du bist ja orange. Deiner ist ja orange. Mach meiner ist Atlas. Atlas. Das ist ein Peabody. Ich muss jetzt gerade wieder warten auf dich. Manche Tests sind nicht so, auf das Labor beschränkt. Bisschen tief. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann, ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Ich glaube nicht, dass wenn das so sein findet, sollte. Wisst ihr es. Ja, das ist mit runtergefallen oder was? Was ist denn schön hier? Wo kann ich nicht an diese Wand ein Portal machen? Und ist hier. Keine Ahnung. Glaub, das ist manchmal so, also bei Aperture Science so außerhalb, dass sie auch diese Dinger haben. Also zumindest in der Story war das so. Irgendwas müssen die hinstellen können. Da unten? Vielleicht irgendwas? Hört mal hier. Warum? Yes! Ah, ist hingekommen. Hey? Ach, ist das mein. Na, jetzt hast du mein Portal weggemacht. Warte mal, was ist hingeschossen? Ja, ich hab's. Ja, du schießt doch gerade meinen Sinn. So. So, jetzt. Hi. War da hinten oder was? Ja. Ja, das ist mal interessant, so mal ein bisschen Hintergrundgeschichte hier mitzubekommen. Oh, ich hab, Was? Ich hab einen Schalter umgelegt, jetzt ist irgendwas mit einem Countdown. 3, 2, Hey, welcher Schalter? Der muss. Oh, warte, du musst den auf der anderen Seite umlegen. Ach so, mit der gleichzeitig oder was? Ja. Warte mal kurz. Guck doch mal kurz zu mir und mach mal auf den Timer. Also ich drück den rechtzeitig eigentlich. Oder? Ist das Ding schon. Ne, hier, ich mach dir den Timer, deswegen. Ah. Was ist jetzt? Yes. Ah. Oh shit. Okay, da muss man. Warte mal, warte, ein Portal auf der anderen Seite. Links, ein Portal links oder was? Ja. Okay, warte mal. 3, 2, 1. Okay, du hast ein rotes eingesetzt. Ah, da. Bin durch. Ah, okay, warte mal, hier ist noch ein Schalter. Hier geht's nicht weg. Ah, okay, jetzt bleibt die Tür offen. Okay. Was sollen wir jetzt hier machen? Ist das jetzt nur ein Easter Egg-Raum oder was? Warte mal, da ist noch ein Schalter. Das ist ja dafür die Tür. Nur.
Ja, stimmt, hier Dings. Ah, ne, warte, die CD vielleicht. Ja, Tatsache, die CD muss man machen. Oh, ja. Es gibt Secrets. Offenbarung. Ja. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Okay. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das für einen okay. What the fuck? GLaDOS und ihre Geheimnisse. Und ihr Sinn für Humor. Aber warte mal, wie viel... Oh, Team of War. Schluss jetzt. Was, wenn das so bleibt? Haben wir... Die Remontageeinheit muss ein Problem haben. Nee, warte mal. Wo warst du mal? Geh. Cool. Ach, ich hab hier die... Warte, was siehst du bei mir? Die Mütze. Ist eine Mütze? Ja. Ja, hab ich mal gestern im Store gekauft, der hat nur 75 Cent gekostet. warte mal, ich guck mal kurz auf die Aufnahme. Wie lange nehme ich schon auf? Wie lange haben wir jetzt? Wie lange zockt man jetzt schon überhaupt? Ja, schon fast eine Stunde. Ich würde sagen. Ah ja, mit dem Mausrad kannst du ja reinzoomen. Da würde ich mal sagen, machen wir noch gerade, versuchen wir zumindest mal gerade noch den Test zu machen und du stirbst. Kann man hier versagen? Es ist nicht mal ein Test. Ja. Ja gut, das ist kein Test eben, aber trotzdem, man kann versagen, man kann immer versagen. Lol, nee, mach du. Ja, warte, das ist gerade mein Monster. Ich hab eine scheiß kabellose Maus, deswegen. So, yes. Oh. Ui, wohin geht's? Ich will nochmal. Exit. Oh. Was? Extrakurse spielen nach. Ah, hey. Extrakurse spielen nach der Hauptkampagne. Exits. Oh. Hey, warte mal, was ist das? Ich habe jetzt einmal irgendwas gedrückt und jetzt steht da von wegen. Kurs ausgewählt. Ich kann jetzt da in eine Tür gehen oder ich kann. Was passiert, wenn ich mich da. Keine Ahnung, was ist nicht. Jetzt bin ich weg. Hey, wo bist du? Oh, ich bin wieder in diesem Hauptraum. So. Ich komme einfach nochmal. Achso, das aktiviert eins von den Sachen. Rechts ist für Exit, links ist für Dings, war das mal, glaube ich. Oder? Okay, gut, jetzt müsstest du wieder zu mir kommen, weil ich hab verkackt. Wie komme ich wieder zurück? In dieses Exit-Teil und dann wieder durch die Portale gehen. So. Achso. Ich dachte gerade, das soll so das Hauptmenü vom Co-Modus darstellen. Wo bist denn du? Ach, da hinten. Warte, ich komme da gerade durch. Bist du durch? Ja. So, ich bin wieder da drin. Kann man da direkt dann speichern? Ich glaube, das speichert dann automatisch. Ja, lass mal hier durchgehen. Oh Gott, hier gibt's hier noch. Ja, ich glaube, das ist so die Art Kampagne. Hier kann man sich die verschiedenen Tests, glaube ich, auswählen. Oder? Ich würde mich dann so langsam mal ins Bett legen. What the fuck? Klick mal auf eins dieser geschlossenen Level. Hä? Es gab gerade einen Sound. Was ist das? Ich habe gerade so nein, hua, what the fuck? Oh, natürlich, aber ich ist gerade paranoid. Keine Ahnung. Also ach, hier! Hier! Ich ins Bett. Hier, an das Aufnahmeteil. An das Lautsprecherteil. Also die Demontagekammer, die ist das, wo ich gerade drin stehe. Nee, warte. F.
Da, das Teil. Das Teil. Oh. Alles klar. Dann gehen wir noch in das Level rein, oder? Und dann müsste es eigentlich automatisch abspeichern. Steht irgendwo Speicher voran? Keine Ahnung. Wenn nicht, dann starten wir eh wieder von hier. Willkommen in der Zukunft. Seit euren letzten Tests mit mir sind 100.000 Jahre vergangen. Nice. Erinnert ihr euch noch an die Menschen? Es geht ihnen gut. Wir haben alle Rätsel gelöst. Also kann ich dann einfach ganz normal rausgehen, oder? Tests haben jetzt es ist ja gespeichert, ne? Ja, jetzt kannst du zum Upgehen. Das ist jetzt das erste sozusagen offizielle Level eigentlich. Wo alle Menschen leben. Das erste Werk nenne ich Türme. Also ich gehe mal gerade raus. Okay. Also ich bin jetzt raus. Also jetzt ganz oder jetzt im Hub? Also ich bin jetzt gerade raus. Ich habe jetzt gerade verlassen. Es müsste jetzt eigentlich gespeichert sein. Ja gut, wenn du mich dann nochmal einlädst, dann werden wir wahrscheinlich an derselben Stelle weitermachen. Ja, wahrscheinlich. Mhm. Ajo. Leute, das war's mit dem ersten Part von dem Koop-Modus für Portal 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, ein Abo wäre auch schön und ja, bis zum nächsten Video wieder. Tschö. Tschüss. Kannst dich auch verabschieden. Ciao, Leute.